Herzlich willkommen zurück bei Weitblick Ost. Heute mit Max Otte. Max Otte ist Wirtschaftswissenschaftler, Bestsellerautor und derzeit Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Max Otte wurde von der AfD nominiert oder mit Stimmen der AfD nominiert und das gibt gerade einen großen medialen Sturm. Aber lassen wir Herrn Otte selber dazu sprechen. Guten Tag, Herr Otte. Ja, jetzt haben Sie auch schon natürlich das eine gesagt, aber Sie haben nicht gesagt, dass ich CDU-Mitglied bin seit 1991 und das auch bleiben will. Die CDU sieht das ein bisschen anders, die sehen diese Nominierung nicht so gern, aber es ist mir sehr, sehr ernst mit der Nominierung und da kommen wir sicherlich gleich zu. Ja, Sie sagten es gerade, die CDU sagt, oder die CDU hat sie jetzt vorerst erstmal ausgeschlossen, das ist ein vorläufiger Ausschluss, bis das Parteigericht sozusagen geklärt hat, ob ihr Verhalten parteischädigend war. Werden Sie jetzt dagegen vorgehen und wie werden Sie dagegen vorgehen? Ja, also wie, das wissen wir noch nicht. Ich habe einen guten Anwalt beauftragt und natürlich sehe ich kein parteischädigendes Verhalten, weil meine Partei einen Bundespräsidenten unterstützt, der aus meiner Sicht zur politischen Konkurrenz gehört, der die linksgrüne Agenda vertritt und die CDU sollte eine wirksame Opposition sein. Und das Amt des Bundespräsidenten ist ein Amt und auch die Kandidatur zum Amt des Bundespräsidenten wird ja traditionell verwendet, um auf Anliegen hinzuweisen, die im laufenden politischen Betrieb untergehen. Also Trabert zum Beispiel von den Linken, die Linken haben meistens irgendwelche Armutsforscher oder Sozialwissenschaftler, die eben auf die Armutsproblematik hinweisen. Für mich auch ein ganz wichtiges Problem, aber für mich gibt es eben auch noch die Problematik Spaltung der Gesellschaft, Verengung des Diskurses, Verrohung der Kultur, Bedrohung der Grundrechte, Frieden. Das sind ganz wichtige Themen, zu denen sich auch ein Bundespräsident äußern kann und deswegen kandidiere ich. Ja, jetzt gibt es ja eine riesengroße Aufregung derzeit. Also während Sie mit Stimmen der Grünen nominiert wurden, als CDU-Mann sozusagen, dann werden Sie wahrscheinlich sogar gefeiert, weil Sie setzen sich ja auch ganz stark für diese Themen soziale Gerechtigkeit oder Frieden ein, wie Sie sagen. Jetzt wurden Sie aber mit Stimmen der AfD nominiert und das ist ja sozusagen derzeit der eigentliche Stein des Anstoßes. Ist denn die AfD eine so verwerfliche Partei, dass diesen Aufstand rechtfertigt? Also das ist eben die gegenwärtige politische Taktik, dass man sie komplett isoliert, auch medial isoliert. Ich bin Christdemokrat, ich will Christdemokrat bleiben, soweit mir die Parteigerichte recht geben. Aber diese völlige Ausgrenzung des Diskurses und dann klebt man Etiketten drauf. Man versucht die Etiketten ja auch auf mich draufzukleben, weil eben in der Bundesversammlung, das ist ja das höchste deutsche Gremium, da werden diesmal fast 1500 Wahlberechtigte sein. Das sind Delegierte, die den Bundespräsidenten in geheimer Wahl ohne Aussprache wählen. Es ist eine geheime Wahl. In dieser Versammlung gibt es eben auch einige mit einer Vergangenheit, die vielleicht sehr rechts ist, vielleicht auch sogar rechtsradikale Elemente hat. Diese Leute sind aber Mandatsträger. Wenn das war, war das in der langen Vergangenheit. Das versucht man mir jetzt anzukleben. So geht halt der Diskurs. Sie wollen sich doch nicht von diesen Leuten wählen lassen. Es sind wenige. Es gibt Linke, Linksradikale in der Bundesversammlung, auch im Bundestag mit marxistisch-leninistischer Vergangenheit, auch offen ausgesprochen, auch noch Gegenwart vielleicht. Da fragt keiner. Und letztlich muss man sich in einer geheimen Wahl von allen wählen lassen. Das hat mich schon natürlich dieselbe Strategie wie im Fall Kemmerich, dass er nicht mit Stimmen der AfD gewählt werden darf. Aber da ist mein Demokratieverständnis ein grundlegend anderes. Wahlen sind geheim, sie sind frei. Die Wahlleute entscheiden selber. Es kann ja sein, dass mich alle Grünen wählen und keiner von der AfD. Ja. Kann ja theoretisch passieren. Weil ich für Umweltschutz bin, vielleicht etwas anders als die gegenwärtige Linie, aber ich bin für Frieden. Würde mich über jede Stimme von Grünen und SPD und Links und FDP freuen. Und dass einige aus meiner Partei, der CDU, mich wählen, das hoffe ich doch sehr. Ja, jetzt sagten Sie, es gibt auf der einen Seite Leute in der Politik, die eine sehr rechte Vergangenheit haben. Auf der anderen Seite sagten Sie, gibt es ehemalige 68er Steinewerfer, Marxisten, Leninisten, Maoisten. Was ist denn aus Ihrer Sicht derzeit die größere Gefahr für unser Land? Ist dieser große Rechtsruck da, diese Gefahr, dass hier Tausende, Zehntausende politische Kräfte einen Nationalsozialismus oder Ähnliches zurückwollen? Oder sehen Sie derzeit eher die Gefahr darin, dass in Medien, in Politik, in den Parteien sich doch eher ein sehr linker, ein sehr
linker Zeitgeist sozusagen breit gemacht hat. Da wäre ich schon fast wieder unpräsidial, wenn ich das jetzt beantworten würde. Das tue ich auch nicht so, weil das Amt des Bundespräsidenten über den Parteien steht. Also einmal glaube ich, dass Menschen mit einer Vergangenheit, wie auch immer, wenn sie sich geläutert haben, wenn sie sich geändert haben, dass man ihnen diese Vergangenheit nicht vorhalten darf. Und das macht man eben in diesem Fall ganz gezielt und auf der anderen Seite nicht. Das ist eine völlige Ungleichbehandlung und das kommt dann natürlich draußen auch so an. Guck mal, der da ist rechtsradikal, das ist aber lange in der Vergangenheit war und das auch da fragwürdig war, ob es wirklich rechtsradikal war und bei linksradikal dasselbe. Also man muss natürlich Menschen eine zweite und dritte Chance geben, also auf jeden Fall eine zweite. Das ist meine Position dazu und ansonsten finde ich es halt diese einmal Verengung des Diskurses und dann auch, dass man über immer weniger reden darf. Und das andere ist eben, dass man Etiketten dran klebt. Also wie gesagt, an mich versucht man das Etikett von 3 von 1500 Wahlleuten dran zu kleben und mich sozusagen damit abzustempeln. Und das wusste ich, dass solche unfairen Medienstrategien kommen, aber der Bundespräsident muss da drüber stehen und auch über das Amt muss da drüber stehen. Wie ist denn aus Ihrer Sicht, Sie hatten das gerade schon angekündigt, der Bereich des Sagbaren, der ist sehr stark verengt worden. Wie weit hat sich denn der Bereich des Sagbaren verschoben? Viele Positionen, die die AfD heute äußert, sind ja Positionen, die klingen eins zu eins wie das CDU-Wahlprogramm aus den frühen 2000ern. Ja, sicher, aber das ist alles Parteipolitik und ich strebe ein Amt an, was über der Parteipolitik steht. Also tatsächlich ist natürlich zu sehen, dass wir eine völlig andere Landschaft haben, dass also, ich sehe das bei der ganz jungen Generation, dass die tatsächlich im Klima die größte Bedrohung sehen, dass das Klima, das hat ja schon fast religiöse Züge. Also ich finde auch, Umweltschutz ist ein urdeutsches Thema. Wir haben, Sachse hat das Wort Nachhaltigkeit geprägt. Hans Karl von Carlowitz in Freiberg in 1792, Oberberghauptmann. Also Nachhaltigkeit ist eine deutsche Tugend und eine deutsche Tradition und Naturschutz sowieso. Also da sind wir Deutschen eigentlich immer gut gewesen, auch in der Umwelttechnik. Also klar, das hat man jetzt übersteigert in der Klimadebatte. Das wünsche ich mir, dass wir da wieder auf Evidenz basiert, also auf Wissenschaft, auf Fakten zurückkommen. Was können wir überhaupt ändern? Wie viel kann Deutschland ändern? Bringt es was, wenn wir unsere ganzen Kraftwerke abschalten? Das würde ich sagen, nein. Aber das sind tagespolitische Fragen, zu denen ein Bundespräsident sich letztlich nicht wirklich äußert. Dasselbe eben zur evidenzbasierten Debatte zurückzukehren, also einer, der auf der Wissenschaft, in Fakten beruht, im Falle der Corona. Pandemie oder des Coronavirus, wie immer man das nennen mag, dass wir da von der Hysterie runterkommen zu einer wirklichen Bestandsaufnahme. Was ich eben wirklich sehe und was mir Riesensorgen macht, ist, dass man mit Angst Politik macht. Und das ist jetzt im Falle dieser Pandemie besonders deutlich. Es gibt einen konservativen Denker in den USA oder in Kanada, den Jordan Peterson, der hat das sehr schön dargelegt, dass die größte Angst oder dass der Ekel eine größere Emotion ist als der Hass. Also wenn ich jemanden hasse, dann sehe ich den, will den bekämpfen, respektiere ihn irgendwie. Wenn ich mich für etwas ekele, dann will ich es wegschieben, dann will ich es vernichten, dann will ich es gar nicht. Und dann zieht er selber die Parallele zu Hitler. Hitler hat sich zum Beispiel sehr vor Keimen gefürchtet. Der hat 3, 4 Mal am Tag zum Teil gebadet. Also dieser Ekel vor Keimen, das ist ein ganz perfide, und das ist eine tiefe Emotion, die in uns drin sitzt. Und diesen Ekel, diese Angst zu nutzen, politisch, was ja durchaus in der Pandemie passiert. Und dann gehen eben die Emotionen hoch, dann spricht A nicht mehr mit B. Ich habe mich mit einem sehr bekannten Psychologen unterhalten, wir saßen beim Glas Wein und er hat gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich geglaubt, wenn da, und jetzt haben wir 2 Gläser Wasser, wenn da ein Glas Wasser ist und hier ein Glas Wasser, dann können wir uns darauf einigen, dass da Wasser drin ist. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Also die Debatte ist so weit, dass ich mich, wenn Sie jetzt anders gestrickt wären, vielleicht nicht mehr mit Ihnen darauf einigen könnte, dass da was. Welche Verantwortung tragen denn die Medien da sozusagen bei dieser Panikmache? Die machen natürlich mit. Und ich sehe aber jetzt, wie die Themen, die die unabhängigen Medienmacher wie Eingeschenkt schon lange befördert haben, wie die jetzt im Mainstream ankommen. Sagen wir mal, gerade bei YouTube, bei den Bewegtbildern, sehe ich, wie die Technologie sich ändert, wie die großen Medienkonzerne dieses Feld erobern und wie sich auch die Algorithmen ändern. Also man sieht, ich bin ja selber auch unabhängiger Medienmacher, wie wir algorithmisch gebremst werden, gedämpft werden, sodass man jetzt die Konzerne, also die großen Player wieder reinlässt, die zum Teil unsere Themen
übernehmen. Also auch die Themen der Pandemie, bei jetzt wird ja sehr deutlich auch mittlerweile gegen die Impfpflicht debattiert. Und als Bundespräsident würde ich, also meine tiefste Überzeugung ist, dass eine Impfpflicht verfassungswidrig ist. Ich muss es natürlich als Bundespräsident, müsste man es testen und prüfen lassen, einen rechtlichen Rat einholen, aber also ich würde mich wohl weigern, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein solches Gesetz zu unterschreiben. Dafür ist der Bundespräsident da. Der Bundestag kann Gesetze erlassen. Der Bundespräsident kann die Unterschrift verweigern, was eigentlich nie vorkommt, was schon fast eine Verfassungskrise wäre. Aber wenn man, so wie ich, sagen wir, unabhängig ist, seinen eigenen Weg gegangen ist, zwar lang als langjähriges treues CDU-Mitglied, aber nicht eine politische Karriere in dem Sinne, dann kann man das auch machen, ohne allzu große ökonomische Konsequenzen zu befürchten. Ja, ich würde an der Stelle vielleicht noch mal kurz für die Zuschauer darauf eingehen, was ist denn das Amt des Bundespräsidenten eigentlich und was stellen Sie sich dann konkret vor, wie wollten Sie als Bundespräsident dann agieren, was wären Ihre ersten Schritte? Der Bundespräsident steht über den Parteien, er muss also auch seine Parteimitgliedschaft abgeben. Es stimmt natürlich schon, man weiß, um welche Kräfte, sagen wir mal, für ihn gestimmt haben, im Großen und Ganzen. Aber da mache ich mir durchaus Hoffnung, dass der eine oder andere aus der CDU doch zur Vernunft kommt und sagt, wir wollen doch eher einen bürgerlichen Kandidaten und keinen linken Kandidaten. Wir haben zwei Linke, einen bürgerlichen, das bin ich. Und der Bundespräsident steht über den Parteien, er ist das höchste Amt im Staate, er repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland und hat eben verschiedene, er kann begnadigen, das kommt aus den alten, sagen wir mal, königlichen Hoheitsrechten, das sind so Überbleibsel. Die Bundesversammlung, die ihn wählt, ist das höchste Organ. Und er muss, wie gesagt, Gesetze unterschreiben, er kann Auszeichnungen verleihen, er ist bei Staatsakten dabei. Es ist eine symbolische Rolle, eine, die letztlich unser Land symbolisieren soll und auch einen soll. Und das ist ein ganz wichtiger Beweggrund für mich gewesen. Der jetzige hätte viel mehr tun können, glaube ich, um diese Spaltungen zu überwinden. Das ist die wichtigste Aufgabe, finde ich, mit eines Bundespräsidenten zu mahnen, zu versöhnen, den Dialog zu befördern. Und da passiert mir beim jetzigen nicht genug. Und deswegen auch meine dringende Bitte und mein Signal zu sagen, das muss man ernst nehmen, deswegen trete ich an. Ja, der jetzige Bundespräsident hatte ja nach einem ziemlich medienerregenden Mord in Chemnitz eine gemeinsame Veranstaltung mit einer linksextremen Punkband damals veranstaltet. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ja, das weiß ich. Das kam ja bei vielen Bürgern eigentlich genau gegenteilig an. Mhm. Also es war nicht ein Symbol der Versöhnung, sondern es war ja eigentlich wieder ein Schlag in genau die falsche Kerbe. Also ich bin sicherlich nicht rechts in dem Sinne, ich bin bürgerlich, wie ich weite Teile dessen, was man als rechts bezeichnet, eher als bürgerlich sehe und linksgrün als nicht bürgerlich, sondern eher als, aber das muss man eben auch genau sich anschauen, das sind halt viele aus den privilegierten Innenstädten und so weiter, das sind halt auch soziale Milieus, aber also ich würde sicherlich auch keinen Rechtsrock einladen. Also von daher, ich denke, ein Bundespräsident tut gut daran, wirklich die sanften Töne zu wählen, aber kontinuierlich daran zu arbeiten, das Land wirklich so zusammenzuführen. Ja, also Sie würden eher wahrscheinlich eine klassische Musik, eine Trauermusik dem Anlass entsprechend spielen lassen. Ja, oder auch vielleicht alte Protestlieder oder Volkslieder. Es gibt ja einen so schönen Liedschatz auch von Freiheitsliedern, oder auch von tollen Liedern aus unserer Tradition. Ich meine, das Singen ist eine sehr, sehr deutsche Eigenschaft. Die haben wir ein bisschen verlernt. Ich habe es in meiner Jugend noch viel gemacht. In die Richtung eher. Ja, ich würde die Frage gerne noch mal vertiefen. Was wären Ihre ersten Schritte, was wären Ihre ersten symbolischen Handlungen oder auch praktischen Handlungen als Bundespräsident? Was stellen Sie sich da so vor? Was würden Sie tun in den ersten Tagen Ihrer Amtszeit, wenn Sie gewählt würden? Also ich würde natürlich an einer Ansprache feilen und basteln, wo es um die Themen Versöhnung geht, um die Themen Bedrohung der Bürgerrechte, um die Themen Redefreiheit, Demonstrationsfreiheit, um das Thema Spaltung im Land. Also das wäre, ich habe in meiner Weihnachtsansprache, die auf meinem Kanal sichtbar ist, habe ich da einiges von schon wiedergegeben. Ich glaube, da mache ich auch seit Jahren so eine kleine Weihnachtsansprache, habe ja schon ein bisschen geübt für meine Antrittsrede dann. Und
Die symbolischen Handlungen muss ich mir überlegen, so tief bin ich noch nicht drin. Ich weiß, was meine Aufgaben sind, aber im Moment gilt es mal, diesen medialen Sturm, diese Angriffe, auch diese unfairen Angriffe zu überstehen. Das fordert meine ganze Aufmerksamkeit für die nächsten 2 Wochen. Und falls ich dann gewählt werden sollte, dann habe ich sicherlich gute Berater, die mir da helfen. Herr Otte, Sie halten Ihre Kandidatur für die Wahl des Bundespräsidenten erstmal aufrecht, es sei denn, die CDU stellt selber einen Kandidaten auf. Andernfalls würden Sie sozusagen der Kandidat, der Wunschkandidat der AfD auch bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Hoffentlich auch etliche meiner Parteifreunde. Es ist eine geheime Wahl. Also ich stehe halt für Dialog, für Versöhnung. Ich glaube, da ist nicht genug getan worden im Amt, durch den jetzigen Amtsinhaber. Da könnte man mehr tun. Das ist mein Anliegen. Ich stehe auch für Bürgerlichkeit und in der Tat möchte ich da diese Kandidatur auch weiter verfolgen, wenn sich kein anderer findet. Denn die anderen beiden Gegenkandidaten sind durchaus honorig, aber sie stehen eher auf der linken Seite des Spektrums. Ja. Ja, oder noch eine abschließende Frage. Sollte das Parteiausschlussverfahren, das gegen Sie jetzt sozusagen vorbereitet wird, sollte das erfolgreich sein, könnten Sie sich auch einen Wechsel in die AfD vorstellen? Das ist ja eigentlich auch eine Partei mit einem starken christlichen und auch mit einem starken konservativen und auch mit einem starken sozialen Profil. Ist das für Sie wäre das für Sie eine denkbare Option? Nein, ich sage Ihnen auch warum. Das Amt des Bundespräsidenten ist eigentlich das Ende der politischen Karriere oder auch die Kandidatur für dieses Amt. Danach kommt nichts mehr. Das heißt, ich wäre dann Privatmann mit meinen Meinungen. Ich würde sicherlich meine Sympathien haben, aber ich würde nicht in irgendeine andere Partei antreten. Herr Otte, ich bedanke mich vielmals. Ich bedanke mich auch bei euch. Wir sehen uns bei Weitblick Ost. Abonniert Weitblick Ost, teilt dieses Video, teilt diesen Kanal. Bis bald. Vielen Dank.